Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Klaus ist wieder im Multitask-Betrieb. Das heißt, das Zoom-Gerät ist in Aktion und ich mache jetzt gerade mein Abendbrot. Zu diesem Zweck habe ich also Reis aufgesetzt, den Vollkornreis, mit 3 Vollkartoffeln drin und für die Soße. Reis mit Wirsing, eine ungewohnte Mischung auch für mich. Und dann möchte ich jetzt, ja, was möchte ich? Ich möchte jetzt mal hier die Kartoffelchen abpellen. Ich habe 3 Kartoffeln damit reingenommen für die Soße. Ich möchte Soße heute machen. Kartoffel mit Soße oder wie nennt sich die Kartoffel? Kartoffel-Käsesoße oder so ähnlich, in veganer Art. Da kommt dann schon mal eine rein, keine Kartoffel. Ich habe, gestern hatte ich 2 Kartoffeln waren zu wenig, es war zu flüssig. Jetzt machen wir heute mal 3. Die lassen sich aber schlecht pellen hier. Oder liegt das nur an der einen hier? Habe ich wieder so eine schlechte hier? Und das ist nicht richtig geil. Ja. So. Sind ja verschiedene Sorten hier wieder, oder? Wieso lässt die eine sich gut pellen und die andere nicht? Woran liegt das? An der Sorte, oder? Hat die hier zu wenig Dampf abbekommen, oder? So, haben wir den zweiten. Was hat der dritte hier? Der dritte Kartoffelchen. Ja, geht. Die geht wieder gut. Die geht wieder gut. Bei den Kleinen ist dann natürlich immer so eine Friemelei, aber. Okay. Dann haben wir die 3. Die sind also abgepellt. Jetzt fülle ich das hier mit Wasser auf. Mit Wasser. Ich wollte gerade so, jetzt habe ich also die weißen Kartoffeln mit Wasser. Jetzt kommt da so die Soße rein. Mein Geheimrezept, Sojasoße. Dann machen wir noch ein bisschen Knoblauchsalz. Und was noch? Noch irgendwas? Ja, ein Schuss von der Garn. Von der Remoulade. Und dann brauche ich, meine Hefeflocken. Da haben wir die Hefeflocken. Nehmen wir mal 1, 2, 3 als Käseersatz und so. Und das Ganze, also die Kartoffeln mit dem Wasser, das soll jetzt durchgehen. Und dann die Kartoffeln klein, ja. Ja, ein bisschen flau, aber es schmeckt schon nach Hefeflocken. Die Hefeflocken schmecke ich schon aus. Allerdings kein Käse, aber Hefeflocken. Ja, gut. Jetzt kommt also ein zweiter Teil. Ich habe also, das kann ich jetzt mal wegtun. Heute der falsche Rhythmus, weil der Professor hat heute Morgen vergessen, hier das Müsli aufzusetzen. Das hat sich da stehen. Ist mir jetzt heute Nachmittag aufgefallen, dass ich heute Morgen die Kamera zwar ausgeschaltet habe, aber das Müsli nicht eingeweicht.
Ist auch noch nie vorgekommen. Vorgestern habe ich vergessen, die Kamera auszuschalten. Da war nachher mittags der Akku leer. Das sind die Ausfälle, die häufen sich jetzt in dieser Woche. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt am Multitask-Betrieb liegt oder am zu viel Stress oder zu wenig oder ja, zu viel, denke ich mal. Ja, jetzt brauchen wir noch einen Behälter. Wo ist eigentlich meine Lieblingsgabel? Jetzt wollen wir erstmal Lieblingsgabel. Füllen wir jetzt mal den Ratz hier ein, Naturratz. Und so, jetzt haben wir einen Naturratz. Jetzt kommt da ein paar Löffel von der Soße darüber. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Löffel Soße für den Reis. Dann haben wir noch hier noch ein Stück Gift. Sachen, die ich normalerweise nicht esse. Aber ich habe mir die nur mal aus Traditionsgründen gekauft. Ein Stück Kassler. Ich muss jetzt auch da rein. So, und jetzt kommt der Wessing darüber. So. Mehr Wessing als Reis. Jetzt kommt darüber nochmal drei Löffel mit dem Wessing. Zur Abkühlung. Ja, das sollte reichen. Das sollte reichen. Und dann können wir den zumachen. So. Jetzt haben wir also mal kein veganes Gericht. Ein Gericht mit ein bisschen Kassler drin. Eine Scheibe für zwei Portionen. Reicht, denke ich. Muss ja nicht päpstlich als Papst sein, ne? Gut. Also, das ist mein Mittagessen. Wir haben zwar jetzt schon 17.15 Uhr, aber ist egal. Das ist Mittagessen und der Abendessen kommt nachher. Das ist Müsli. Okay, jetzt muss ich jetzt hier meinen Zoom und die Kamera gleichzeitig ausschalten. Wo ist mein Zoom? Ja, und jetzt